Das wöchentliche Pressegespräch steht an und bei uns ist unser Cheftrainer Brad Gretton. Und wir wollen mit ihm natürlich über das Wochenende reden, das Anstehende mit dem Derby gegen Grimmitschau in Grimmitschau und natürlich auch über den Familienspieltag am Sonntag dann gegen die Bayreuth Tigers. Wir wollen natürlich zunächst mal nachfragen, wie er die letzte Woche bewertet hat, vor allen Dingen das Spiel gegen Bietigheim, was ja ein sehr guter Auftritt war. Brad, talking about the Bietigheim game, may you can say something about this game, because there were too many good things in that game. Yeah, I thought the Bietigheim game was one of our better games this year. We played an all-around good game. I'm really happy with a lot of things in that game, with our defensive play, our forecheck, our neutral zone. It was a really good game. I think about 1 minute of the game was not good for us. But other than that, I mean, I saw some really good steps forwards. It was also good that we were on the road and we came in there and we played like that. Kind of reaction from Friday's game against Weisfosse that, could have went anyway. But we said that we need at least to get 3 points this weekend, and we got it. And we should have had four. But again, guys are learning from it. And, we move on from it. But I thought it was a really good game from the boys. Er sagt, es war erstmal eine sehr gute Reaktion auf das Weißwasserspiel am Freitag, was hätte auch anders ausgehen können, wo man hätte mehr Punkte mitnehmen können. Deshalb hat er seinen Jungs auch mit auf den Weg gegeben, das einfach in Bietigheim nochmal zu beweisen. Und das Spiel hat für ihn sehr viele positive Aspekte gezeigt. Er sagt, die Jungs haben viel mehr schon Dinge aufgegriffen, die er im Training anspricht, sein System, seine Spielweise, seinen Stil gezeigt. Und das hat ihm sehr gut gefallen. Er sagt, es war eines der besten Auftritte, die er bisher von seiner Mannschaft gesehen hat. Und gerade auch auswärts ist das natürlich bei so einem Team wie Bietigheim, die eine starke Mannschaft stellen, immer eine sehr gute Leistung. Und an dieses Auftreten möchte er natürlich gerne anknüpfen. The first game at the weekend is in Grimmitschau. So Grimmitschau, it's a derby again. You can say something about the two teams we play against at the weekend. Well, we've been going over the game for Friday this week, and we're trying to be prepared for them. I think they didn't have a great weekend last weekend, but they're going to be hungry, but so are we. And this is a good step for us to go in there and get 3 points and kind of start climbing up a bit. And we worry about Friday's game, but again, your team needs to go in there ready to go and being prepared, and then we see from there. Anything can happen in games, we'll be prepared. And guys, it's been a good week, good practice, good energy. We've gone over some stuff, and we'll be ready for Friday. Ja, also Grimmitschau hat jetzt natürlich nicht das beste Wochenende am letzten Wochenende gehabt. Deshalb sagt er, sie sind auf jeden Fall hungrig. Es ist ein Auswärtsspiel. Das heißt, es ist immer schwierig, da erstmal reinzukommen. Aber klar, es ist ein Derby. Die Erwartungshaltung ist hoch. Und man braucht natürlich auch die Punkte, um in der Tabelle entsprechend zu klettern, entsprechend nach oben zu kommen. Und deshalb hat er die Jungs gut vorbereitet in der Woche, hat viel ausgewertet. Morgen gibt es dann nochmal nach dem Pre-Game-Skate Videosequenzen von Grimmitschau zu sehen. Und deshalb sagt er, erstmal der Fokus auf Freitag, das Spiel am Sonntag erstmal ausblenden. Grundsätzlich sagt er aber, ist die Mannschaft schon gut vorbereitet und freut sich natürlich auf dieses Spiel. Thank you and good luck for the weekend. Thank you.